Nach 3 Jahrzehnten Kartoffelforschung möchten wir das Erlernte benutzen, um einen Beitrag zu leisten, um den Welthunger zu lindern, und das in Afrika. Unser Forschungsfokus liegt auf der Ertragssteigerung. Wir machen das an 2 Kulturpflanzen, der Kartoffel und seit ein paar Jahren auch Maniok. Maniok ist die 5 wichtigste Kulturpflanze bezogen auf die Stärkeproduktion weltweit, und in Afrika ist eigentlich die wichtigste. Hunderte Millionen Afrikaner sind abhängig von Maniok, und bisher ist sehr wenig Forschung investiert worden. Und wir versuchen, das zu verbessern, den Ertrag zu steigern und damit auch mehr Nahrungsmittel in Afrika zur Verfügung zu stellen. Was wir versuchen dabei zu erreichen, ist, dass viele Produkte der Photosynthese in die Speicherorgane, also die Knollen und die Wurzeln, transportiert werden, sodass wir höhere Leistungen auf dem Feld erreichen können. Das machen wir durch klassische biochemische, physiologische Untersuchungen, aber auch durch molekulargenetische Analysen und auch den Eingriff in das Erbgut, sodass wir eben Gentechnik verwenden, um bestimmte Prozesse zu untersuchen. Und dabei wollen wir rauskriegen, ob unsere Hypothesen, die wir anfangs gestellt haben, korrekt sind. Und mittlerweile haben wir schon ganz gute Konzepte, die wir eben jetzt auch tatsächlich mehr und mehr in Richtung Feld transferieren aus dem Labor heraus. Und das machen wir in internationalen Kooperationen. Wie hat alles angefangen? Eigentlich sehr unspektakulär mit einer E-Mail, die ich zunächst gar nicht beantworten wollte, weil ich dachte, ich möchte mich gerne auf den Arm nehmen. Dann habe ich es doch gemacht. Die E-Mail kam von der Bill Melinda Gates Foundation, und im Nachhinein stellte sich heraus, dass daraus das größte Projekt meines Lebens wurde, nämlich unser großes Maniok-Projekt, wo wir viele Wissenschaftler international mit eingebunden haben, mit dem einen einzigen Ziel, den Ertrag der Maniokpflanze zu steigern und damit für Afrika mehr Lebensmittel zur Verfügung stellen zu können. Warum bin ich Professor an der Universität geworden? Da gibt es viele Gründe, aber der wichtigste ist, ich bin der Herr meiner selbst. Es ist niemand da, der mir sagt, in welche Richtung ich arbeiten darf. Das ist für mich das größte Geschenk. Ich konnte nämlich mein Hobby zum Beruf machen, und man bezahlt mich auch noch dafür. Es wäre jetzt falsch zu sagen, dass Forschung immer ein Zuckerschlecken wäre. Es gibt natürlich auch viele Aufgaben, die man hat, die eben doch etwas hinderlich sind und die vielleicht auch beschwerlich sind. Zum Beispiel kann man natürlich nur frei forschen, wenn man entsprechende Mittel bekommt. Und dafür muss man viele Anträge schreiben. Die Experimente, die man plant, die kann man planen mit dem Wissen von heute. Aber das kann nicht ausreichen, da gehen viele schief. Und über den Daumen kann man sagen, also 2/3 der Experimente gehen einfach schief. Diese Probleme werden allemal aufgewogen durch den Glücksmoment, wo der Forscher ein Ergebnis erzielt, wo er genau weiß, ich bin der Erste, der das sieht. Und das kann man gar nicht beschreiben.